zwei, eins, zwei. Hallo ihr Lieben! Hallo! Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, Mille und ich spielen heute Schweineschwarte. Wir füttern unseren Schwein, bis er platzt. Und zwar mit Hamburger. Bestimmt kennt jeder diesen Spiel hier. Ist ganz einfach. Man hat vier verschiedene Farben Hamburger. Hinten sind Zahlen. Dann würfelt man die Farben. Zum Beispiel, und wenn ich gelb gewürfelt habe, dann muss ich halt mal, darf ich einen gelben Hamburger nehmen, schauen, welche Zahl drauf ist, füttern, einmal auf den Kopf drücken zur Verdauung und so weiter. Und da gibt es auch natürlich Aussetzen oder beliebige Farbe, die man sich aussuchen darf. Und derjenige, der unseren Schwein hier zum Platzen bringt, den Bauch von ihm, der hat verloren. Wir fangen gleich an. So. Millet fängt an, jüngste. Grün. Eins. So. Ja, der muss immer knacksen. Zur Verdauung drücken. Lila. Ui ja, viermal vier. Gleich. Fünf vier. Eins, zwei, drei, vier. So ist Millet dran. Oh, darfst du hier auf dem Tisch nochmal würfeln? Aussetzen. Nein. Aussetzen ist immer gut. Gelb. Zwei. Ich würfel schon mal. Eins, zwei. Rot. Vier. Viermal gleich. Also Millet. Eins, zwei, drei, vier. Gut, jetzt bin ich dran. Oh, der ist schon dick geworden. Grün. Dreimal. Eins, zwei, drei. Platz ja nicht bei mir. Grün. Vier. Viermal zur Kamera. Eins. Zwei, drei, vier. Oh, oh. Wird schon dick. Gelb. Einmal. Hahaha. Glück gehabt. Eins. Grün. Zwei. Zweimal. Genau. Ah, ich darf auswählen. Ich nehme Lila. Einmal. Eins. Gelb. Wie viel mal? Zwei. Zwei, eins, zwei. So, jetzt bin ich wieder dran. Rot. Einmal. Hahaha. Ha, ha. Eins. Lila. Drei. Lila Maus. Eins, zwei, drei. Oh. Rot. Dreimal. Sechsmal. Eins, zwei, drei. Oh Gott, der ist schon am Platzen gleich, glaube ich. Aha. Zwei. Ich bin jetzt so erschrocken. Ich habe gerade in die Kamera geschaut. Kappt. Der ist geplatzt. So. Schaut doch mal unseren Schwein an. Da ist die Weste geplatzt. Der hat zu viel Hamburger gegessen. So, und wenn man da fertig ist, tut man alle ausleeren. Leert man sie aus von hinten. Genau. Warte. Dann drückt man noch einmal drauf. Geht der Bauch zurück. Und dann macht man die Schnalle zu, runter und spielbereit. So, ihr Lieben, das war unser Schweineschwarte-Spiel. Ist super, macht Spaß, gerade für Kinder. Millet tut gerade forschen, hinten drin da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.